Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich geherzt hier im 49. Teil meines Donking Preisfighter Let's Plays. Ja. Es ist mal wieder so Zeit. Der arme Trainer Wilson, der hat schon wieder, keine Ahnung, so einen melancholischen Anfall. Der will wieder so einen Schwenk aus seiner Jugend hier einem erzählen, was keine Sau interessiert. Echt, also. Aber es hört mir eh den ganzen Tag keiner zu. Ich muss boxen. Freunde hat er nicht. Der wohnt ja hier in diesem komischen Kapuff da drin. Also hören wir uns mal an, was er zum Sagen hat, der Arme. Being a young champ is nothing to be scared of, kid. You gotta grab that moment in history like Patterson did. So. Jetzt muss ich irgendeinen Kampf von 1873 hier fortführen oder so. The hard part, kid, is keeping hold of it when you got it. Ja, klar. Sagst du. Ah ja, hier, da von 1956, schon fast 100 Jahre her, ja wieder. Woher willst du das wissen? Ja, so ist das. Früher war alles schwarz-weiß, wie man sieht. Das waren schlechte Zeiten damals, ja. Ja. Ja, sehr schön. Hehe. Schön, hopp. Stopp weiter! Ja! Läuft doch! Nee, das läuft jetzt nicht mehr. Das gibt's doch nicht! Mach doch auf, Mensch! Ich komm da nicht rein! Ja, endlich! Mach da auf hier! Komm! Ja, komm. So ein paar Stirnlatzer. Ja, man nennt mich auch den Bio-Botoxer, ne? Also ich verpasse gerne Bio-Botox, wie man sieht. Nie wieder mehr Falten in der Stirn. Ja, muss man aber nur regelmäßig wiederholen. Man muss da öfters bei mir vorbeikommen. So ist schön, genau. Nein, so nicht. Schön. Na, so doch nicht. Schwackes. Und hopp. Genau, hau drauf, Mensch. Schick ihn endlich auf die Matte, Mann. Oh. Genau. Nochmal, komm. Ah, doch nicht so. So schickst du niemanden auf die Matte, Junge. Komm. Oh, der erholt sich doch, Mensch. Ja, jetzt komm noch mal. Du kannst es noch mal drehen hier. Na also, endlich. Super. Schön. Gut gemacht, Patterson. Ja. Oha! Das ging aber schnell, ne? Ich werde Patterson freigeschaltet, okay? Okay.
Was heißt das jetzt? Was tatsächlich geschah? Floyd Patterson schrieb Boxgeschichte, als er durch seinen K.O.-Sieg über Moore in der 5. Runde mit 21 Jahren zum jüngsten Weltmeister wurde. Ja, coole Sache. Und ich habe ihm jetzt dabei geholfen anscheinend. Weil das war ja jetzt so eine klassische Zeitreise in die Vergangenheit, nach 100 Jahren fast zurück. Naja, schön, das hat mich jetzt sehr, sehr gefreut, dass das so schön funktioniert hat, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir wieder an dieser Stelle so einen klitzekleinen Cut. Das war halt nur so ein bisschen Memoir, also Memoiren von Trainer Wilson war das jetzt. Und wer nervt schon wieder, Mensch? Ich schmeiß das Ding in dir aus dem Fenster. Carla, was willst denn du schon wieder? That's the door you just knocked on. Prime time on a major U.S. network. Okay. People want to see you fight. Schön. Ja, und das war's jetzt, oder wie? Deswegen musst du mich jetzt da hier stören und stressen. Ah, oh, furchtbar. Echt, ich sag's euch, Leute. Ist nicht einfach, Profi-Boxer zu sein. Ja, auf jeden Fall, jetzt mach mal Cut an dieser Stelle, würde ich mal sagen, und sehen uns hoffentlich bald wieder. Es gibt Fortsetzungen, logischerweise. Ich bin noch nicht Platz 1. Wie es weitergeht, lasst euch überraschen, müsst ihr dranbleiben, schön abonnieren und Glöckchen drücken, da verpasst auch nichts, ja? Gut, danke, also dann bis bald. Tschö, Papa.